Ein Mythos auf der Euromünze. Der griechische Gott Zeus verliebt sich in das Mädchen Europa. Er verwandelt sich in einen Stier und entführt sie. Auch heute können die Griechen nicht ohne Europa leben. Kredite, Sicherheiten, Schulden, die erlassen wurden. Hilfen von etwa 380 Milliarden Euro. Hans-Werner Sinn ist einer der führenden Ökonomen Deutschlands. Er hat einen klaren Standpunkt. Griechenland muss raus aus dem Euro. 27% Massenarbeitslosigkeit. Über die Hälfte der jungen Leute, die nicht in der Schule sind, hat keinen Job. Wir opfern ja eine ganze Generation. Das ist ein völlig unerträglicher Zustand. Wer noch Arbeit hat in Griechenland, erhält sehr viel weniger Lohn. Vor allem Staatsangestellte, Lehrer oder Polizisten und auch Menschen, die den Mindestlohn bekommen. Wir lassen die Griechen im Euro, obwohl wir wissen, dass das nicht gut ist für den Arbeitsmarkt, damit eben bestimmte Vermögenstitel von reichen Leuten gerettet werden. Aber wir müssen die Menschen retten. Griechenland solle freiwillig aus dem Euroraum austreten, aber natürlich in der Europäischen Union bleiben. Im Land würde wieder die Drachme eingeführt, die im Vergleich zum Euro innerhalb weniger Monate an Wert verliert. Etwa um die Hälfte. Ein Vorteil. Denn so würden griechische Produkte im Ausland billiger werden. Die Griechen könnten viel mehr Obst und Gemüse nach Europa verkaufen, statt sie wie bisher sogar zu importieren. Dann würden sie eben nicht mehr die Tomaten in Holland kaufen, sondern würden zu ihren eigenen Bauern gehen und deren Tomaten kaufen. Ganz einfach. Und nicht nur das, alle möglichen Agrarprodukte. Und die Bauern hätten wieder viel zu tun. Sie würden dann ihre Oliven wieder pflücken von den Bäumen. Die Bäume stehen ja noch. Sie würden die Länder wieder unter den Pflug nehmen. Und es würden sehr viele Menschen dort beschäftigt. Auch im Tourismus. Mit der billigen Drachme würde für die Europäer ein Urlaub in Griechenland günstiger werden. Das Land könnte mehr Gäste anlocken. Für etliches müssten die Griechen aber mehr bezahlen. Produkte aus dem Ausland. Eine Rückkehr zur Drachme würde sehr wohl eine Verringerung des Lebensstandards in Griechenland bedeuten zunächst. Das ist schon richtig, weil die importierten Waren alle teuer werden. Aber trotzdem ist das unvermeidlich, wenn es da Importwaren gibt, auf die man nicht verzichten kann, sagen wir mal medizinische Produkte, dann sollte die Staatengemeinschaft Griechenland helfen und mit speziellen Zuschüssen, dass man das Preisniveau dieser Importware reduziert. Die Euro-Schulden bleiben, können aber kaum zurückgezahlt werden. Allein Deutschland wird auf schätzungsweise 40 Milliarden Euro verzichten müssen. Trotzdem. Für Hans-Werner Sinn ist das geringere Übel. Wenn wir Griechenland dauerhaft finanzieren, müssen wir die anderen auch dauerhaft finanzieren. Und das ist ein ganz starker Ansteckungseffekt, der dazu führen wird, dass diese Länder sich auch immer weiter verschulden. Sie können sich ja verschulden, ohne dass die Zinsen steigen, weil gemeinschaftlich die Rückzahlung der Schulden garantiert wird. Seine Prognose, in 1 bis 2 Jahren könnte ein Aufschwung da sein und das Land auch irgendwann wieder in den Euroraum zurückkehren. Yay!